Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Genau. Noch 1,3 Kilometer zum nächsten Trader. Mal sehen. Vielleicht gibt es wieder ein paar schöne Bücher. Heute werden wir ein bisschen Blutmond machen. Da werden könnte die lustig Plätze werden. fliegen. Ja. Vor allem, weil wir jetzt halt sehr viel Hyper-Munition haben oder Hohlspitzgeschosse. Ja. Die werden umfallen wie nasse Säcke. Wir haben nachgetankt. Das läuft gut. Bei unserem Händler gibt es 6er Solarzellen. Okay, na, wir sollten ja genügend Geld haben, dass du welche kaufen kannst. Muss schauen. Also, ich glaube, wir sollten mittlerweile wieder genug haben, oder? Eigentlich schon. Ja. Das ist zumindest mein letzter Stand. Ich nehme das ganze Geld mit und kaufe was Schönes. Mach das. So. War ich bei denen schon? Nee, war ich nicht. Scharfschütze Band 1, automatische Waffen Band 3. Brauchst du was von den zwei? Ich glaube Scharfschütze 1. Okay. Eine automatische Waffen Band 3 brauchst du nicht. Nein. Okay. Gut, dann habe ich schon 4 Bücher für dich. Sehr gut. Habe ich jetzt noch einen Händler direkt in der Nähe? Nee, ich hätte dann noch den Händler maximal. Das sind wieder 2,7 Kilometer. So. Zum Händler. Everything's for sale, even to an idiot like you. Genau, Solarpanel kaufen. Weiten Panel können wir uns leider nicht leisten. Schade. Mhm. Theoretischerweise könntest du noch ein paar Sachen verkaufen, aber naja. So wichtig ist das Ganze jetzt auch nicht. Genau. Ein 6er Panel macht genau 30 Watt. Schön. Mhm.
Und dieser fliegende Zombie. So, und tot. So, das kommt hier rein. Hier, ein Web. So, und ich bin beim letzten Händler. Mal sehen. Sehr gut. Irgendwas Spezielles. Irgendwas Schönes. Nein. Nicht. Schade. Das, Manu. Hätte das sein können. Ja, hätte Fahrradkette. Ja. Naja, dann komme ich jetzt mal nach Hause. Mhm. Für den Blutmond. Es läuft schon mal. Okay, was jetzt? Der Blutmond braucht noch eine Weile. Ja, 2 Stunden. Ja. Bist du in 2 Stunden da? Ich habe nur noch 500 Meter vor mir, also ich bin in ein paar Minuten da. Das sagen sie alle. Weißt du dich auf das Blutmond? Oh ja. Oh, auf das Gemetzel und das Niederschlagen. Oh ja. Ja, ja, ja. So, bin da. Ja, sehr gut. Dann gebe ich dir gleich mal deine Bücher und deinen neuen Helm. Okay. So. Viel Spaß damit. Danke. Tatsächlich, ich glaube, ich werde dieses Mal nur mit meiner MP draufballern. Gut, gut. Einfach, weil wir so viel 9mm Munition haben. Also, natürlich nehme ich die gute Munition, weil dafür habe ich sie ja gemacht. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass 2000 Schuss lang sollten.
Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Gut, gut. Ob diesmal Selbstmörder kommen? Höchstwahrscheinlich schon. Ja, letztes Mal waren ja keine dabei. Ja, trotzdem, ich denke, dass dieses Mal höchstwahrscheinlich schon welche dabei sein werden. Gut. Ja, sehr gut. Hast du denn auch schon ein Großvaters Lernelixier? Noch nicht genommen. Okay. Würde ich auch mir erst mit einem Kampf nehmen. Na klar. Du bringst am meisten. Mhm. So. Mal überlegen. Was brauchen wir? Ich Ressource, aber wo ist das Kampfelixier? Das ist nicht so wichtig. So. Bist du schon auf deinem Platz? Ach, wir haben doch nur noch 30 Minuten. Ach, jo. Geh jetzt so rum, mein Gott. Das wird schon schief gehen. Ja. Oh, warst du beim Absturzstelle? Nein. Okay. Gut. Also ich bin jetzt hier oben an den Tower drin. Mal sehen, ob das hier so gut läuft oder nicht. Ja, wir werden es sehen. Schön, dass ich kann hier komplett überall durchschießen, obwohl da eigentlich Metallgitter im Weg sind. Ich verspüre mir aber nur die Sicht. Was ja eigentlich so in Ordnung ist. Ja, deshalb habe ich es hier so gebaut. Ja. So dass man gut durchschießen kann, aber es nicht im Weg ist. Es ist soweit. Der Blutmond startet. Oh. Ich werde direkt von Säure bespuckt. Und das mehrmals. So da. Und ich habe hier so Vögel über mir, wo ich nicht abschießen kann, leider. Ja, ich knall ihn ab. So, die sind tot. Okay. Oh. Da hat wohl was gefehlt. Mord. Was sind dies? Okay. Hm.
Okay, also das ist ein Riesengeballer. Ja. Jetzt ist noch kein einziger Selbstmörder dabei gewesen. Ja. Einfach alles wegrotzen. Aber sowas von. Ich sag mal so, die ersten 1000 Schuss habe ich schon durchgelassen. Okay. Ja. Das hat ein MP, der heißt Spray and Pray. Also bis jetzt ist noch kein Selbstmörder. Nee, aber wir haben auch noch nicht 0 Uhr. Mhm. Vielleicht kommt da ja noch irgendwas. Ja, ich muss mir erstmal meine MP neu reparieren. Vielleicht so. Kommen die Selbstmörder auch nur, wenn jetzt halt hier, keine Ahnung, irgendwie... Wenn der Sekt so ruhig ist? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn der Weg irgendwie anders ist. Oder so. Keine Ahnung. Hä, kommen jetzt auch mal wieder ein paar Zombies? Ja. Ach, jetzt, da kommen sie. Ja, denn her? Ich glaube, du bist zu weit hinten. Die Türme kommen nicht mehr von vorne. Geh mal lieber weiter nach vorne, bitte.
war aber seltsam. Ich habe aber wieder eine Fliege. Bei dir? Ich habe bei mir ein paar Fliege gehabt, ja, sind aber tot. Okay. Gehen wir wieder weiter nach vorne oder so. Ich glaube, dass die Zombies nicht mehr vorne spawnen. Ja. Wenn ich zu weit nach vorne gehe, kommen spawnen sie dann auf unserem Feld. Stimmt auch wieder. Ach ja. Gerade mal ein bisschen. Die ersten zwei Stunden waren sehr aktiv und jetzt hat es irgendwie. Naja. Ja. War Flamme. Da kommt der Blutmond nicht mehr hinterher. Wahrscheinlich. Ist einfach zu krass. Bei dir oder? Ah, hier. Es ist viel zu ruhig im Moment. Ja. Das hast du die ganze Zeit geschossen, aber es ist auch schon viel zu ruhig. Ja. Ja, und die Selbstmörder sind auch nicht dabei. Ja. Vielleicht kommen die noch. Ich glaube sie nicht mehr. Da bist du ja irgendwo ein komischer Zombievogel. Ich sehe bei dir keinen. Ah, Dach oben. Also, ach, schlägt da wieder ein Vogel ein. Bei dir? Ja. Ja. Sind. Ist tot. Gut. Oder? Also, ich höre nicht mehr. So. Wow, ich hatte noch über 500 Schuss, die könnten tatsächlich noch reichen für den Rest der Nacht. Ja.
Also, mittlerweile haben wir wirklich keine Probleme mit dem Blutmond. Nein. Die kommen nicht mal ganz knapp an uns ran. Oh. Selbstmörder. Das hat er aktiviert. Er ist aber tot. Oder? Ja, aber er ist aktiviert, also. Okay. Ja, aber wenn sie sterben, dann explodieren sie nicht. Okay, dann ist mein MP kaputt gegangen. So, jetzt kann ich wieder drauf ballern. Also der erste Selbstmörder. Ja, ist halt lange mal wieder. Ja. Noch einer. Könnte auch gut sein. Muss schnell meine Energie reparieren. Mach das. So, was? Nur noch eine Stunde. Ja, also zwei Selbstmörder haben wir bis jetzt gesehen. Ja. Und die haben nicht lange überlebt. Nein. Noch einer. Ja, wo? Ich glaube tatsächlich echt, dass die Zombies schneller sterben durch die Munition, was ich habe. Hm? Kann gut möglich sein. Noch ein Selbstmörder. Scheiße. Ja. Aber, naja, nicht wirklich was kaputt gegangen. Nur das erste Messer. Ja. Und solange es nur das ist. Ja. So, jetzt tue ich die Sniper mal wieder verwenden. Obwohl, komm, ich nehme auch ein bisschen das MG. Verdammt! Ah, ist tot, gut. Die MG-Bros hier am Rumpalern. Mhm. Oh, noch einer. Ist er tot? Ja, schon tot. Gut. Die überleben echt nicht lange, wenn man da einmal drauf hält. Noch wenn sie aktiviert werden. Die und ihre explosive Meinung. So, das heißt, das sollten jetzt die letzten Zombies hier sein. Ja. Gut. Na, einer kommt noch. Ja. Ich glaube, noch einer sollte unten irgendwo sein. Da unten?
Das soll es dann gewesen sein. Mensch, das war ja schon wieder fast zu einfach. Ah ja. Wir sind einfach zu gut geworden. Ja. Zu viele Geschütztürme und... Ja, dadurch, dass sie nur einen Weg gehen können... Das ist halt echt leichte Beute. Auch und da kommt direkt ein Schreihals danach, oder was? Ei. So, irgendwas Wichtiges dabei. Naja. Oh, hi. Naja. Gut. War jetzt nicht so wirklich besonders guter Loot dabei. Ne, besonders guten Loot war nicht dabei. Nicht mal guter Loot. Das war tatsächlich relativ schlechter Loot. Mhm. Aber hey. In dem Sinne, wir brauchen eigentlich nicht wirklich was. Ja, wir haben ja eigentlich schon alles. So ziemlich, ja. Wir sind wie diese Bonzenkinder, die alles haben, nichts mehr brauchen. Kommt wahrscheinlich hin, ja. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.